feiert man Fasenacht, da wo ich herkomme. Hello! Ich bin ein Mensa-Mädchen, zu erkennen an der Narrenkapp und bin hier auf Expedition in der Fremden in Bad Waldsee. Hier will ich die schwäbisch-alemannische Fasnacht kennenlernen, entdecken. Und das schaue ich mir mal genauer an. Hier sind nämlich schon die ganz Jungen am Start. Hello! Erste Lektion, Hexenmaske statt Narrenkapp bei den schwäbisch-alemannischen Narren. Und dann passiert mir schon der erste Fehler. Hello! Also kann ich nicht Hello sagen? Nein, das geht gar nicht. Wie muss ich sagen? Aha, mit aber mindestens aha. 5 A. Mit aha. War das 5? Bestimmt. Nochmal. Aha. 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 Verstanden? Ich hab's verstanden. Ja, okay. Irgendwie ist hier viel mehr los als bei uns in Mainz an der Weiberfasenacht. Feiern wir hier Weiberfasenacht? Nein! Nein! Keine Weiberfasenacht. Gumpiger Donnstig. Gumpiger Donnstig. Ja, genau. Diese Worte kenne ich gar nicht. Ja, Schwaben ist was Besonderes. Und dann führt mich mein Weg zu den Schulen. Die kapitulieren gerade. Die Kinder werden entlassen und der Direktor lässt es einfach geschehen. Andere sind die anderen Gebräuche und wir ergeben uns der Übermacht. Ich führe das in Mainz auch noch ein. Und dann sehnsüchtige Blicke. Denn von oben kommt was Gutes. Eine uralte Tradition. Männer mit Schwellköppen werfen Wurst und Brezeln herab. Wechselbrauch. So heißt das hier in Bad Waldsee. Und auch die jüngsten Narren strengen sich an. Habt ihr geübt, dass ihr auch ja was fangt? Nein. Dann hoffe ich mal, dass ihr es hinkriegt. Ich versuche auch was zu fangen. Leichter gesagt als getan. Und die Kinder sind flinker als ich. Ich muss mich hier ganz schön gut anstellen. Dabei bin ich größer. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Da ist was! Haha! Eine Brezel gefangen! Sehr gut. Also, Nummer 1 habe ich. Jetzt brauche ich noch eine Wurst. Schwellkorb, was zu essen. So langsam fühle ich mich hier wohl. Ich habe eine Wurst gefangen! Wurst und Brezel gab's hier fast wie zu Hause. In Mainz gibt's Wegwurst und Woi. Woi fehlt hier zugegebenermaßen, aber ich fühle mich ganz wie zu Hause. In diesem Sinne, aha!